Hallihallo, da ich heute schon so fleißig am Drehen war, habe ich gedacht, zeige ich euch gleich noch mein Fotoalbum, was ich gemacht habe. Die Inspiration dadurch habe ich bekommen von dem Video von der Sylvia Theiss. Ja, jetzt zeige ich es euch mal. Ich habe da Giraffe und einen Zebra-Charme vorne drauf gemacht. Und das Video ist vom Zoologischen Garten in Leipzig. Das ist es von vorne und so von hinten. Da ist noch ein Bild von der Babygiraffe drauf und hier, das sieht man, glaube ich, jetzt in der Kamera nicht richtig, ein Wackelbild von den Elefanten. So, dann machen wir das mal auf. Verschlossen ist es mit einem Magnetverschluss. Und hier ist das erste Bild von einem Teich, der im Zoo ist. Dann haben wir hier in der Mitte Flamingos, noch irgendwelche Vögel und nochmal Flamingos. Jetzt blendet das Licht. Dann habe ich hier einen Tag gemacht mit einem Bild von den Giraffen und hier auf der Rückseite auch nochmal ein Bild von den Giraffen, von der Giraffenmama mit ihrem Baby, das fand ich so süß. Unter dem Tag sind dann auch noch welche, da sieht man, wie die Giraffen zu dem anderen hinlaufen, der so breitbeinig dasteht, und da habe ich dann dazu geschrieben, da gibt es wohl was zu futtern. Und unten drunter sieht man nochmal eine Giraffe. Ich mag ja die Giraffen sehr gern, deswegen sind sie gleich auf der ersten Seite. Dann habe ich hier am Rand Bilder von den Erdhörnchen. Die fand ich auch ganz süß. Und hier ist ein Tag. Nee, gleich zwei Tags. Einer mit der Affenstatue. Und hinten drauf sind verschiedene Bilder von den Affen. Dann habe ich hier noch einen mit den Pinguinen drauf. Und auf der Rückseite sind die Ziegen. Darunter ist dann der Tiger. Der hat uns aber leider nur den Rücken zugezeigt. Und ein Leopard. So, und die kann man dann wieder so hier reinschieben. Dann als nächstes blättert man das so um. Da haben wir hier auf der linken Seite die Elefanten. Und dann geht es weiter mit den Präriehunden. Hier sind ein paar einzelne Bilder von den Präriehunden. Dann blättert man hier weiter. Der macht hier sportliche Übungen, deswegen sportlich, sportlich. Und da hat er es dann endlich nach oben hin geschafft. Hier Gruppenkuscheln. Und der hier sagt, Kuckuck. Und zum Schluss sagt er, komm mich bald wieder besuchen. Dann geht es hier drüben weiter. Das ist, ja, das sind verschiedene Bilder von verschiedenen Tieren. Dann haben wir hier noch, war mal im Aquarium noch drinnen. Das ist die Eingangstür vom Aquarium, die habe ich ausgeschnitten und auf so einer Transparentpapier mit Fischen gemacht. Und mein Schatz, der war so begeistert von diesem einen Fisch. Deswegen habe ich hier die Schrift drunter geschrieben, Friends. Und noch ein Schleifchen hingemacht und ein Seepferdchen. Welches mal in einem Tauschpäckchen war. Dann ging es weiter über eine Hängebrücke. Hilfe, es wackelt. Mein Schatz hat nicht besonders begeistert geschaut, deswegen habe ich hingeschrieben, Begeisterung sieht anders aus. Hier sind dann nochmal Bilder im Gondwanaland. So eine Art Landschaftsaufnahmen, die mir sehr gut gefallen haben. Dann haben wir hier auch nochmal Bilder vom Gondwanaland. Das ist diese Statue im Gondwanaland. Auf der Rückseite verschiedene Tiere vom Gondwanaland. Das Tapin, ein Krokodil, Totenkopfäffchen, Schildkröten, alles Mögliche. Dann habe ich hier nochmal einen Tag.
auch ein Bild vom Gondwana-Land und auf der Rückseite dann einen Stempel drauf gemacht. Und hier auch nochmal. Das ist das Baumhaus im Gondwana-Land. Und hinten drauf auch nochmal ein Stempel. Und hier ist auch nochmal ein Bild. Dann geht es weiter darüber. Da habe ich dann ja, so verschiedene Eindrücke, verschiedene kleine Bildchen ausgestanzt. Und die Karte vom Gondwana-Land habe ich reingemacht. Und hier üben auch nochmal Pflanzen und einen Charm und halt alles als Text gemacht. Jo, und das war mein Album. Packen wir es wieder zusammen. Alles wieder schön aufräumen. Und dann zufalten wieder. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, das Album herzustellen, vor allen Dingen, weil es von Grund auf komplett selbst gemacht ist. Und ja, ich bin schon am Überlegen, was ich denn so als nächstes mache. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal.